jetzt muss ich nur gucken. Ich hatte die beiden jetzt, wir haben so kaum noch was wir richtig aufnehmen können, weil die ganzen Monster Java und so, die alt sind, die wollten wir alle so mal mit Special Guests machen. Das sind jetzt so die. Die sind auch special, aber ich habe jetzt. Monster Relax, ja. Rockstar Relax. Ja, manche. Ich hatte dem Guru vorhin ein Foto geschickt, weil wenn wir in zwei Wochen aufnehmen, was er denn probieren wollen würde. Ich habe jetzt gesagt, dass ich ihn entscheiden. Ich weiß mir leider nicht mehr, was er gesagt hat. Deswegen gucken wir das an. Oh, er gestern schon wieder mit seiner Frisur, ey. Er dachte mir jetzt schon, oh nein, der Bierguru hat sich die Haare geschnitten. Hey, ich bin wieder ein Mensch. Oh, endlich. Die Haare waren mittlerweile schon so lang, dass sie bis hierhin irgendwo ging. So über die Ohren rüber und das hat mich richtig genervt. Ja, jetzt bin ich wieder ein Mensch. Jetzt werden die nachher noch schön schwarz gefärbt und dann habe ich wieder mein altes Aussehen. Ja, jetzt werde ich noch eine rauchen gehen, bevor es regnet. Und hier sehen Sie die Ration für heute Abend. Er meinte, das Linke möchte er probieren und die waren auf dem Foto links. Also probieren wir den Relax heute. Alles voll verrückt. Er war gestern besoffen, der Guru. Echt? Ja. Der soll mal betrunken bitte hierher kommen dann. Ich habe auch gesagt, er soll für Going Backwards den Bass bitte besoffen einspielen. Irgendwo da. Warte mal, das muss einfach also schlafen gegangen ist gewesen sein. So, wir werden uns jetzt anhören, wie der Guru besoffen ist. Will ich das so analysieren? Er hat ja erstmal was analysiert. Ja. Ich hab den Lacher, aber. Wenn ich alles so analysieren würde, dann weiß ich nicht, ich lege mich jetzt schlafen, habe meinen Mülleimer zur wegen der Sicherheit nämlich. Mit dem Müller mache ich. Passiert nichts, aber. Wie ist das mit dem Müller mit der Sicherheit? Wenn er rein muss. Einfach wegen der Sicherheit. Der Sicherheit. Bei Fenster im Zimmer offen, weil. Sind gefühlt schon wieder 25 Grad. Oder? Bei Sicherheit, ne? Ja, mir muss ein bisschen Luft reinkommen. Diese Lacher, warum diese Pflege lachen? Also, wenn ich so analysieren würde. Ja, analysiert. Ja, wir analysieren die ganze Zeit. Das analysiert den. Einen besoffenen Zustand ohne irgendwas sagen. Du kannst auch einen besoffenen Zustand ohne irgendwas sagen. Stand, der ist. Hat er noch was geschrieben? Nee, erst heute Morgen um 9. Vor allen Dingen, was analysiert er den dreimal? Ja, wir haben gestern was diskutiert, das musst du analysieren. Ich liebe diesen Mann einfach, ich liebe diesen Mann wie ein Bruder. Vor allem, wenn der besoffen ist, ist der hammergeil, ey. Ich muss erstmal was analysieren. Ja, ja, aber das Problem ist, wenn du persönlich mit ihm nachts, ja, also wirklich nachts besoffen, wenn er besoffen ist und du nicht, du nüchtern bist, durch diese Stadt hier gehst, dann hast du Probleme, weil du musst auf ihn aufpassen halt, ne? Das ist auch schon vorgekommen. Warte mal, da wollte ich aber den Korkenzieher, wollte ich gerade sagen, dass wir die ganze Scheiße mal mit dem Korkenzieher aufgemacht haben, Junge. Okay, Leute, nach dem völlig sinnlosen Vorgelaber testen wir heute für euch die Rockstar Relax, ne? Ganz genau, ich kann dazu 0,0% was sagen. Ich habe die noch nie gehört, noch nie gesehen. Genau, das ist auch der Punkt, diese Dose ist eigentlich relativ selten. Wir haben sie einfach zugeschickt bekommen von Steve. Von Steve Oerke, schon wieder. Nein. Er hat uns auch eine Rockstar Experience Lime reingelegt, da haben wir jetzt 3 von, ist okay. Kannst du was zu der sagen? Ja, ein bisschen schon. Ja genau, es ist koffeinfrei, Tropical Guava Flavor, also ähnlich wie der Rockstar Punch. Oh. Nur halt auch sugarfree, das heißt wahrscheinlich nicht so ultra süß oder noch süßer wegen des Süßstoffs. Verrückt, ja, koffeinfrei, zuckerfrei und dann noch fruchtig im Geschmack. Genau, das hast du so auch noch nie. Corning Herbal Blend, also so ein chilliger. Zum Runterkommen so ein Drink halt eher, ne? So ein richtiger Relax-Drink. Ja, richtig. Non-Carbonate. Das steht auch, ne? Deswegen, Non-Carbonate. Ja, aber guck mal. Der relaxt ja auch ordentlich, ne? Wie alt ist der? 2012. Okay. Sieht man. Der wird eine Ausnahme. Die Dose hat sich schon irgendwie halb zersetzt. Ja, das also, liegt ja auch daran, dass es halt Non-Carbonated ist, ne? Hier steht noch ein ganz cooler Satz drauf. Ist da keine Kohlensäure drin, oder? Nee, Non-Carbonated. Chill out and relax in style. Ultra-Premium Ingredients deliver an incredible level of relaxation.
Es wird wahrscheinlich eher mehr wie so ein Saft schmecken. Es ist halt so ein Eistee, soweit ich weiß, mäßig. Es gibt auch noch Rockstar Eis mit Eistee. Also zu vergleichen wie Monster-Geschichten, Monster Rehab und sowas, ne? Genau, Monster Rehab war, glaube ich, die Antwort darauf. Oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Rockstar Relax ist designed for those who need unwind and take a breather from their active and exhausting lifestyles. Das passt perfekt zu uns. Enjoy this incredibly refreshing tropical guava flavored relaxation drink. Es gibt aber auch so hier Chill-Tee. Klar gibt es also Monster Rehab, es gibt die Tees, aber von Rockstar gab es in der Form nie wirklich was. Nur Rockstar heißt, auch nur bis 2012 oder so. Ja, aber was sich richtig durchgesetzt hat, ja. Nichts. Na gut, wobei die Recovery waren ja auch so leicht mit Tee, ne? Aber stimmt, ja, stimmt. Stimmt. Aber wir machen die Dose von unten auf, halt, weil die halt relativ selten ist. Danke nochmal dafür, Steve. Ne? Also, du versorgst uns hier mit Material. Wir werden demnächst mit dem Guru aufnehmen. Soll ich vorher oder nachher Tücher holen? Ach, du kleckerst doch bestimmt nicht. Dräng dich an, du schaffst das. Ja, er schafft es. Der schafft es. Da gönnen wir uns aber auch ein Glas von. Also, das kann man noch trinken. Ich gehe davon aus, also, ich kann dir jetzt noch keine Stückchen. Ja, dadurch, dass es ja halt ohne Kohlensäure, ohne Zucker und ohne Koffein ist, ist es ja weniger Bestandteile, die, sage ich jetzt mal, anwendbar sind. Ja, alleine der Zucker, der karamellisiert sich ja meistens und zersetzt sich halt, ne? Weil Zucker ist ja einfach nur. Die Karamell ist. Ach, halt die Fresse. Das ist mal ganz merkwürdig. Das kenne ich irgendwo her, aber es verbindet mit nichts. Merkwürdig. Ja, ich verbinde diesen Geruch mit nichts Gutem, muss ich gestehen. Ich auch nicht, ne? Also riecht ein bisschen schlecht irgendwie, so ein bisschen nach irgendwie. Ja, aber ich versuche gerade einzuordnen, wonach. Also es riecht kein bisschen mehr nach Guava nach 9 Jahren jetzt mittlerweile. Aber wonach riecht es? Noch so ein Punsch, ne? Meinst du so einen alkoholischen Punsch? Kinderpunsch? Nee. Boah, aber vergammelter Kinderpunsch dann. Boah, Junge, das ist ganz schön zu beschreiben. Ja, nee, pass auf! Das riecht wie eine Capri-Sonne, eine Kirsch, die du vielleicht 1-2 Jahre auf dem Stehen hast. Ich wollte auch gerade sagen, Capri-Sonne, ja. Wir hatten mal eine schlechte Capri-Sonne, die auch 10 Jahre abgelaufen gewesen ist. Die roch ähnlich, kann das sein? Die roch sehr ähnlich, ja. Aber sehr ähnlich. Die hat aber nicht mehr wirklich gut geschmeckt. Ich bezweifle, dass das jetzt auch gut schmecken wird, aber naja. Ja, ich glaube, es wird so schmecken, wie es riecht. Die Capri-Sonne war von 2008, ne? Ja. Das ist 4 Jahre jünger noch. Ich will es eigentlich gar nicht, ne? Aber... Ja, ich auch nicht, aber... Wir müssen. Auf den Guru. Schmeckt ein bisschen wie die, wie dieses, kennst du diesen, Hustensaft? Prospan? Mit dem Blatt drauf. Prospan? Ja, das ist das Prospan, ja. Prospan. Das hatten wir schon mal! Ich täusche an, ich bin ein Tiger. Hatten wir schon mal bei einem Produkt, ja. Aber bei welchem weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also, nicht. Wir hatten schon so viele Produktbeschreibungen. Katzenfleisch, Katzenfutter. Katzenfutter, Apotheke. Bauchfleisch, Kerze, Wachs, Krankenhaus. Ja, Seife. So, ja. Aber hattest du das auch, dass beim Unterschlucken so sich angefühlt hat, dass so Stückchen mit drin sind? Aber es sind ja keine Stückchen mit drin. Es fühlt sich so schwer an beim Schlucken. Hm. Ja, der hat da unten wieder so ein paar kleine Kerne drin. Ich sehe ja. I see. Wir hatten den, Junge, wieso ist das so dunkel? Es ist genau 12.50 Uhr, Alter. Es wechselt sich. Ja, es ist mittags. Bis es nicht mal abends oder? Aufnahmen schon kommt die Sonne wieder durch. Also ja, was ich sagen wollte, diese komischen Kerne, wir hatten mal Monster Rehab Pink, auch schon vor einem Jahr, glaube ich, oder so, da hatten wir auch diese Kerne. Warte mal, bei dem einen Rockstar, bei dem Rockstar Experience. Ich finde, es schmeckt immer. Wie heißt der? Rockstar Experience Lemonade, der hat ja auch diese Stückchen drin. Die der neue Geschmack. Ja, auch. Ja. Wahrscheinlich gar nicht krass anders. Gehe ich mal von aus. Also geschmacklich, ich denke, der hat neu hätte der ähnlich geschmeckt, ne? Weil es schmeckt ja auch ein bisschen wie Tee, ne? Kann man nicht bewerten, ne? Kann man leider nicht bewerten, aber willst du nachspülen? Ja, sehr gerne. Als Zusatzmaterial trinkt der Kork jetzt Sprite. Ich habe schon Ewigkeiten das Ball mehr getrunken, das ist eine klassische. Ja, was wollen wir dazu jetzt? Können wir nichts sagen. Wir haben es probiert. Die Leute wissen jetzt, dass es mal einen Rockstar Relax gibt. Oder gibt es immer noch? Können wir den noch kaufen? Nee,
würdest du denn zum Design sagen so? Also ich finde dieses Relax, den Schriftzug, ich finde den, der ist ganz cool. Ja, aber ich finde, es sieht am wenigsten, also gut, es ist kein Energy Drink, aber ich finde, es sieht am wenigsten, warte mal, irgendwas hat bunt gemischt, so ein bisschen schwarz, irgendwas hatte Max grün, von, genau. Irgendwas hatte Max von hier probieren mal dazu gesagt, was ich richtig gut fand. Wir könnten Max theoretisch anrufen, machen wir aber nicht. Würde der jetzt hier so schwarz weitergehen, fände ich das Design gar nicht schlecht. Ja. Hier unten der klassische Stern und so weiter, hätte ich gar kein Problem. Das sagen wir jetzt auch. Ich kann das euch nicht als kopieren, was ihr da sagt. Also wenn das hier... wenn das hier mit dem Stern 1:1 durchgehen würde, ne? Dann wäre das prinzipiell gar nicht schlecht, würde ich jetzt nur so sagen. Es ist auch gar nicht abgekupfert. Ich finde, das wirkt ein bisschen... Es ist aber wirklich so, es ist so. Wenn ich finde, das wirkt so ein bisschen geschrottet irgendwie, also ein bisschen billig, ja. Oh, wir ziehen jetzt mal... Wie eine recycelte Dose, ne? Wir ziehen jetzt einfach mal so einen Strich durch, benutzen irgendwie einen Unterteil von irgendeiner anderen Dose. Genau, die einfach recycelt. Ja. So, wir haben eine halbe schwarze gefunden, den Scheiß drauf, nehmen wir nur das von der grünen dazu. Ja, ja. Ist halt wirklich... Das ist so weird, das ist so komisch. Das passt, guck mal, das passt so gar nicht zusammen. Ich finde, das passt überhaupt nicht. Ja, die Farbkombi ist schon komisch. Ich finde, es sieht aus. Es sieht einfach aus wie so ein PNG-Bild. So, hier hört es dann auf. Hier bei dem Relax hier unten. Ja. Sieht man wahrscheinlich nicht. Ich schalte jetzt mal die Kamera. Das hört man, es hört dann hier so auf hier irgendwie. Und dann geht es hier direkt mit dem Grün weiter. Das passt überhaupt nicht zusammen. Also. Würde das wirklich schwarz weitergehen? Nicht mal grün. Grün verbinde ich immer mit Bio. Irgendwie auch zu. Wenn man schwarz weitergehen, ich fände es auch besser. Da hat Max schon recht. Max, du wirst vielleicht bald hier sitzen. Das ist dir bewusst. Hoffentlich. Und hoffentlich sitzt dann hier auch Robin. Nico und Nico und wie heißt du noch hier? Und Robin und Timon. Und Timon. Der Guru. Und der Guru. Bitte alle zusammen auf einem Sofa. Und der sitzt dann bei Robin auf dem Schoß. Wir haben hier die Monster Heavy Metal. Und der Gitarrist von meiner alten Band, ne, ja, hat unsere Videos gefunden. Wegen der Rockstar Cola. Ehrlich? Ja. Und er hat gesagt, er möchte bei der Heavy Metal dabei sein. Das Ding ist, bei der Heavy Metal bist du dabei, bei der Heavy Metal bin ich dabei, bei der Heavy Metal ist Robin dabei, bei der Heavy Metal ist der Guru dabei und wahrscheinlich auch noch Schmeichelberg, also Phil, der Gitarrist. Der fuck, ey, da sitzen ja alle auf dem Sofa hier, du dann hier, dann was weiß ich, ja, Robin in der Mitte, ich auf seinem Schoß, nein. Junge, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich hier, dann hier Robin, dann hier Schmeichelberg, dann der Guru und dann du da. Ich glaube, zu fünft wird es ultra eng hier drauf, aber ich glaube, es würde sogar gehen. Zu fünft. Das Gute ist, es ist ein Liter, ne? Also jeder hat dann immer noch 200 Milliliter. Jeder hat noch ein halbes Glas dann. Ja. Ja, wir haben noch gar nicht so geschmeckt. Ja, okay. Danke, die Monate. Also ich hatte jetzt gesagt, kann man nicht bewerten irgendwie, ja? Ja, du kannst trotzdem sagen, Junge, 21 Minuten Monate, ich habe nichts Produktives gesagt. Ich finde, es schmeckt kein bisschen nach Guava, das haben wir doch schon. Nee, es schmeckt eher, ja, nach einer abgelaufenen Capri-Sonne irgendwie. Ja, finde ich aber auch. Ich glaube, die Capri-Sonne hat, wie wir hatten, hat ähnlich geschmeckt. Ja, ja. Nicht eins zu eins. Das war doch Orange, ne? Ja. Fuck. Die hatten, gut, die Capri-Sonne war ein bisschen ekelhafter. Ja, kann man so nicht mehr trinken. Also schon, aber ja, irgendwie ist es schon, es beißt. Es ist echt nicht mehr so genießbar. Ja, keine Ahnung, ich finde, es hat sehr, sehr, sehr wenig bis gar nichts von Guava, muss ich sagen. Ja, keine Ahnung, schmeckt. Ich finde, kein Witz, du schmeckst den Süßstoff nicht raus. Weil da wird jetzt kein Zucker drin, das wird der Süßstoff drin sein. Do not operate a vehicle or heavy machinery following concept of this product. Du kannst. Du sollst, nachdem du das Ding getrunken hast, nicht mehr fahren. Was soll das denn? Pass auf, jetzt gehen wir mit Herzschlag irgendwie 180. Nee, ich glaube genau das Gegenteil. Ich glaube wirklich genau das Gegenteil. Das ist ja so ein Relax-Drink, so zum Runterkommen. Ja. In diesem Sinne, wir verabschieden uns von euch beiden und wünschen euch noch einen schönen Abend. Als du das Material trinkt, der Kork jetzt mein Sperma. Warum trinke ich denn eigentlich immer irgendwas? Als du das Material? Ja, gute Frage, ich weiß es auch nicht.